Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video oder Podcast geht es mal wieder um einen vermissten Fall, einen Cold Case aus den USA. Die vermisste Person ist Paula Merchant. Es war etwa 18.30 Uhr am Sonntag, den 3. Januar 1999, als Paula ihr Zuhause in Forest Acres, South Carolina verließ. Die damals 25-Jährige erzählte ihren Eltern, dass sie zu einem Treffen in einer nahegelegenen Kirche gehen und nach Hause zurückkehren würde. In ein paar Stunden auf jeden Fall. Sie schaffte es aber nie bis zur Kirche und ihr 1989er Nissan Sentra wurde am Montag um 0.23 Uhr verlassen und verbrannt aufgefunden. Paulas Eltern wurden um 3 Uhr morgens über den Fund informiert und meldeten Paula sofort als vermisst. Paula war 2 Monate zuvor von Atlanta in das Haus ihrer Eltern in Forest Acres gezogen. Sie hatte kürzlich ihren Abschluss in Anthropologie an der Georgia State University gemacht und hoffte in South Carolina einen Job zu finden. Seit ihrer Rückkehr in die Gegend hatte sie mit niemandem Probleme gehabt und ihre Eltern konnten sich nicht vorstellen, wer ihr etwas hätte antun wollen. Paula hatte sich von einer Heroinsucht erholt und war an diesem Sonntagabend auf dem Weg zu einem Treffen von Narcotics Anonymous in der Christ Unity Church. Seit sie kurz vor Thanksgiving in das Haus ihrer Eltern eingezogen war, nahm sie regelmäßig an Besprechungen teil und war entschlossen, abstinent zu bleiben. Paulas Bruder Darrell erzählte Reportern später, dass Paula unter Migräne gelitten habe und er glaubte, dass sie deshalb zu Drogen gegriffen hat. Sie hatte immer mit Migräne zu kämpfen und sie hatte sie wirklich schlimm. Sie musste die meiste Zeit ins Krankenhaus und die Ärzte sagten ihr, dass sie nichts für sie tun können. Und ich glaube, sie hat damit etwas gefunden, um diesen Schmerz zu lindern. Der Polizeichef von Forest Acres, Gene Seeley, sagte Reportern, er sei besorgt im Fall von Paula und der Fall werde als Entführung behandelt. Also nicht wie einen üblichen Vermisstenfall. Wenn das Auto von jemandem verbrannt aufgefunden wird, macht man sich schon etwas mehr Sorgen. Ein Mitarbeiter des Siaco Asphaltwerks in Columbia, South Carolina, hatte Paulas Auto gefunden, nachdem er Rauch gerochen hatte und er einen kurzen Spaziergang machte, um zu sehen, ob er die Quelle des Rauchs lokalisieren konnte. Er fand den brennenden Nissan gegenüber dem Werk in der Nähe des Flughafens Owen Field. Paulas Handtasche und Autoschlüssel befanden sich im Fahrzeug, aber Paula war nirgends zu finden. Der Polizeidetektiv von Forest Acres, Mike Robinson, sagte Reportern, es handelt sich um Brandstiftung. Das Feuer wurde absichtlich gelegt. Überall im Auto und im Inneren wurden irgendeine Art von Kraftstoff gefunden. Und Chief Seeley gab zu, dass die Ermittler nicht viel zu sagen hatten, also nicht viele Informationen hatten, die sie an die Reporter weitergeben konnten. Er sagt, es ist alles sehr verwirrend und sehr viele Hinweise gibt es im Moment nicht. Das Einzige, was wir haben, ist das Auto und das ist verbrannt. Etwa 2 Dutzend Beamte durchkämmten dann das Viertel, in dem Paulas Auto gefunden worden war, in der Hoffnung, Hinweise auf Paulas Aufenthaltsort zu finden. Sie durchsuchten Felder entlang von Eisenbahnschienen, in Waldgebieten und Entwässerungsgräben. Das State Department of Natural Resources schickte seinen Hubschrauber los, um das Gebiet von oben abzusuchen, fand jedoch nichts, was mit Paulas Verschwinden in Zusammenhang stand. Die Ermittler durchsuchten das Viertel Rosewood und den angrenzenden Industriepark, verteilten Flugblätter, dass Paula vermisst wurde und befragten Anwohner und Mitarbeiter. Aber keiner von ihnen hatte am Sonntagabend etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen. Die Ermittler weiteten die Suche dann am Dienstag aus und verteilten Flugblätter über das Verschwinden von Paula in ganz Columbia und Forest Acres. Sie baten das Atlanta Police Department um Hilfe bei der Befragung von Paulas Freunden in Georgia und hofften, dass jemand dort Einblick geben könnte, ob mit Paula irgendetwas nicht in Ordnung war in den letzten Tagen, ob es irgendwelche Anzeichen gab, dass es ihr nicht gut ging. Als die Ermittlung dann in die zweite Woche ging, gab Crime Stoppers bekannt, dass sie eine Belohnung von $1,000 für Hinweise aussetzten, die zu Paulas sicherer Rückkehr oder zur Festnahme und Verurteilung der für ihr Verschwinden verantwortliche Person führten. Paulas Eltern, Darrell und Irma Merchant, nahmen am Montag, dem 11. Januar 1999,
an einer Pressekonferenz über den Fall teil. Sie waren zu aufgebracht, um mit Pressevertretern zu sprechen. Aber Eric Skidmore, Polizeikaplan von Forest Grove, las eine Erklärung vor, die sie vorbereitet hatten. Ihr Verschwinden ist sowohl herzzerreißend als auch rätselhaft. Und ihre Familie sucht in der Gemeinde nach Informationen, die Paula sicher zurückbringen. Ein ortsansässiger Geschäftsmann gab bekannt, dass er eine Belohnung von $5,000 für Hinweise zu Paulas Aufenthaltsort aussetzte, sodass sich die Gesamtprämie auf $6,000 beläuft. Die Ermittler hofften, dass die Aussicht auf eine finanzielle Belohnung neue Hinweise bringen würde. Auf einer Pressekonferenz am 22. Januar 1999 veröffentlichte die Polizei ein Bild eines einzigartigen ovalen Silberrings, den Paula getragen hatte, als sie zuletzt gesehen wurde, sowie Bilder ihres Nissan. Chief Seeley hoffte, dass die Fotos das Gedächtnis von jemandem auffrischen würden und er Informationen liefern würde, die bei den Ermittlungen hilfreich wären. Jemand hat Paula in der Nacht ihres Verschwindens gesehen und kann uns helfen, sie zu finden. Chief Seeley sagte Reportern, dass Paulas Eltern immer noch zu emotional seien, um öffentlich über das Verschwinden ihrer Tochter zu sprechen. Die Familie ist immer noch sehr aufgebracht und geschockt. Ihre Mutter sagt, sie hoffe weiterhin jeden Tag, dass Paula durch die Tür kommt. 3 Wochen nachdem Paula das letzte Mal gesehen wurde, wurde die Belohnung auf $9,000 erhöht, da die Polizei Schwierigkeiten hatte, konkrete Hinweise auf ihr Verschwinden zu finden. Chief Seeley sagte, dass die Ermittler mehr als 100 Hinweise nachgegangen seien, aber keiner davon habe sie Paula näher gebracht. Er wies darauf hin, dass es in den Tagen nach ihrem Verschwinden mehr Berichte über Sichtungen von Paula gegeben habe. Aber einige der Informationen konnten wir aufgrund fehlender Details nicht bearbeiten. Wir brauchen bessere Standorte, eine Hausnummer oder eine Adresse. Die Ermittler versuchten, die Leute zu befragen, die normalerweise mit Paula an Treffen von Narcotics Anonymous teilnahmen. Aber das war keine leichte Aufgabe, da viele der Teilnehmer anonym bleiben wollten. Detective Brian Hinson erklärte später, ich glaube nicht, dass sie uns dort wirklich haben wollen. Aber es gab ziemlich viele Leute, die kooperativ waren. Als sich die Nachricht über Paulas Verschwinden herumsprach, waren Freunde aus Georgia schockiert, als sie erfuhren, dass sie vermisst wurde. Denn Paula besuchte das DeKalb College von März 1995 bis Juni 1996 und wechselte dann in die Georgia State University. Dort schloss sie im August 1999 eben ihr Studium mit einem Bachelor in Anthropologie ab. Als sie an der Georgia State eingeschrieben war, stand sie oft auf der Liste der Dekane und hatte in ihrem letzten Semester einen Notendurchschnitt von 4,0 erreicht. Sie war eine ruhige und fleißige junge Frau, die nie Probleme verursachte. Ihr ehemaliger Vermieter Keith Harp sagte den Ermittlern, dass Paula eine gute und zuverlässige Mieterin gewesen sei. Sie hatte nie eine Reparatur verlangt und es gab nie Beschwerden über sie. Sie hatte eine Menge Freunde und er sagte, er hoffe wirklich, dass sie etwas herausfinden. Viele von denen, die Paula kannten, darunter auch ihr ehemaliger Vermieter, hatten keine Ahnung, dass sie jemals Heroin konsumiert hatte. Sie begann damit, als sie in Atlanta lebte, aber es gelang ihr, dies gut zu verbergen. Sie hatte die Droge etwa ein Jahr lang konsumiert, bevor ihre Eltern erkannten, was los war und sie davon überzeugten, dass sie Hilfe brauchte. Die Ermittler sagten, sie hätten keine Beweise dafür gefunden, dass Paulas Verschwinden mit ihrem ehemaligen Drogenkonsum zusammenhängt. Und der forensische Psychologe Harold Morgan bemerkte, es scheint, als hätte jemand hastig und in Panik gehandelt und versucht, seine Spuren zu verwischen, was den Eindruck einer zufälligen Handlung erweckt. Er wies auch darauf hin, dass Paula erst seit kurzer Zeit in South Carolina lebte und keine bekannten Verbindungen zur Drogenszene dort hatte. Im März 1999 gab Irma, also die Mutter, ihre erste öffentliche Erklärung zum Verschwinden ihrer Tochter ab. Sie erzählte Reportern, dass sie ihr Haus selten verließ und es vorzog, am Telefon zu sitzen, für den Fall, dass Paula anruft. Nichts kann die Familie vervollständigen, bis sie wieder nach Hause kommt. Denn Kinder sind Geschenke. Wir können nicht sagen, wie lange wir sie behalten können. Aber ich wünschte, wir hätten sie sehr viel länger behalten können. Irma sagte, ihre Tochter habe Tiere schon immer geliebt. Und kurz bevor sie vermisst wurde,
habe die Familie beschlossen, sich einen Hund anzuschaffen. Sie suchten sich einen Beagle-Welpen aus und Paula beschloss, ihn Anna zu nennen. Der Welpe war noch zu jung, um seine Mutter zu verlassen, also musste die Familie ein paar Wochen warten, bis sie ihn abholen konnte. Und als sie anriefen, dass der Welpe abgeholt werden konnte, war Paula schon weg. Die Detectives von Forest Acres arbeiten immer noch aktiv an dem Fall, aber Chief Seeley gab zu, dass der Fall langsam ins Stocken geriet. Es gehen immer noch Anrufe ein, aber nichts Wesentliches. Wir haben Hinweise herausgesucht und bearbeitet, aber nichts rausgefunden. Er gab an, dass die Abteilung tausende von Stunden in den Fall investiert habe, ohne einen einzigen Hinweis auf Paulas Aufenthaltsort zu finden. Im September 1999 wurde Paulas Familie dann immer verzweifelter und wollte erfahren, was mit ihr passiert war. Irma erzählte Reportern, dass die Familie am 3. September 1999 einen Gebetstag plante. Wenn sie einfach einen ruhigen Moment in ihrem Herzen haben könnten, nicht nur für Paula, sondern für jede vermisste Person. Ihre Anwesenheit wäre schön. Monate vergingen und die Ermittlungen kamen nicht voran. Im Oktober 2000 gab Paulas Familie bekannt, dass sie die Belohnung für Informationen auf 25.000 US-Dollar erhöhen würden. Mehr als 35.000 Flyer wurden in der gesamten Columbia-Region verteilt, um sicherzustellen, dass die Menschen auf die neue Belohnung aufmerksam wurden. Paulas Eltern waren sich sicher, dass es in der Gegend Menschen gab, die wussten, was mit ihrer Tochter passiert war, und betete, dass diese sich melden würden. Im Sommer 2001 wurden in Columbia 5 Werbetafeln mit Paulas Informationen aufgestellt. Trotz der vergangenen Zeit hoffte Irma weiterhin, dass Paula lebend gefunden wurde. Ich verliere immer noch nicht die Hoffnung. Wir glauben an Gott. Und er passt immer noch auf Paula auf. Im Jahr 2002 erwogen Ermittler die Möglichkeit, dass Reynaldo Rivera, der im Jahr 2000 wegen der Ermordung von 4 Frauen in Augustus, Georgia verurteilt wurde, an Paulas Verschwinden beteiligt gewesen sein könnte. Er war in South Carolina zur Schule gegangen und kannte die Gegend um Columbia. Aber die Ermittler konnten keine Beweise finden, die ihn mit Paulas Fall in Verbindung brachten. Vor seiner Verhaftung verfasste Reynaldo einen Abschiedsbrief, in dem er die Namen seiner Opfer nannte. Paulas Name stand jedoch nicht auf der Liste. Die Jahre vergingen und Paulas Schicksal blieb ein Rätsel. Detective Hinson räumte ein, dass ihr Drogenkonsum möglicherweise eine Rolle bei ihrem Verschwinden gespielt habe, gab jedoch an, dass sie keine stichhaltigen Beweise dafür gefunden hätten. Viele Menschen haben hier draußen Probleme, seien es emotionale oder Drogenprobleme. Das ändert nichts an der Tatsache, dass sie einer schönen jungen Frau, die 25 Jahre alt war und ihr ganzes Leben offensichtlich noch vor ihr hatte, ihr dieses offensichtlich genommen wurde. Und Lieutenant Kevin Eisenhower vom Sheriff Department des Richland County übernahm 2007 die Leitung der Ermittlung. Er sagte Reportern, jemand weiß etwas darüber, jemand fühlt sich schuldig, wenn er eine Seele hat. Trotz des Mangels an Beweisen, die auf eine Straftat hindeuten, hat Lieutenant Eisenhower zugegeben, dass er glaubt, Paula sei ermordet worden. Detective Hinson sagte, dass Paulas Fall ihn auch nach seinem Ausscheiden aus der Strafverfolgung beschäftigte. Es ist der einzige Fall meiner Karriere, der mich im Laufe der Jahre wirklich verfolgt hat, weil ich ihn wirklich gerne gelöst hätte, um der Familie einen gewissen Abschluss zu bringen. Es gibt immer wieder Spekulationen, dass der Fall von Paula mit dem von Dale Dinwiddie zusammenhängen könnte, die 1992 in derselben Gegend vermisst wurde. Und zu diesem Fall gibt es auch ein Video. Wenn ihr das jetzt heute hier am Sonntag, den 16. Dezember seht, dann werdet ihr den Fall heute Abend gegen 17.30 Uhr bekommen, also deutscher Zeit. Und die anderen können entweder einmal kurz bei mir im Kanal danach schauen. Ansonsten habe ich ihn auch in der Beschreibung als Link hinterlegt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!